Okay, das wird so nix. Gut, dann müssen wir das halt so lassen. Ist auch egal. So. Meine lieben Leute, sorry für die Verspätung. Aber das ist schon noch ein bisschen laut. So, aber jetzt geht's los. Mit Pokémon X. Okay, mit der Tastatur muss ich mich erstmal gewöhnen. Okay. Ich habe mir leider noch keine Gedanken ums Team gemacht. Wir müssen mal schauen. Ach du Scheiße. Ich steuere mit dem Steuerkreuz oder was? Scheiße, nee, das geht gar nicht mit Steuerkreuz. Steuerkreuz ist I. Okay, es gibt wirklich Grafikglitches.
das bestimmen. Feuerstarter, claro clarissimo. Finks. Ich wusste gar nicht, dass Finks überhaupt ein Starter ist. Hey, Undercover Dream. Ja, ich bin heute etwas spät dran. Heute ist der Nikolaus. Eigentlich hätten mein Bruder und seine Freundin eher früher kommen müssen. Dann hätten wir pünktlich 19 Uhr anfangen können. Aber so. Ja. Das ist das erste Spiel nach Meisterdetektiv Pikachu und Mario Kart 7 sowie 3D-Land, das ich auf Citra spiele. Glut von Anfang an. Interesting. Ich habe einen Vorteil bei der Käferarena, die am Anfang kommt. Richtig, Hype. So, einmal Marsch zurück. Das ist ja die seltsamste Mutter, die man da gesehen hat. Allerdings muss ich auch sagen, hier und da gibt es auf Citra bei dem Spiel ein paar Grafikglitches. So, Karte wird uns heilig sein. Natürlich weiß ich, wie man eine Karte liest. Bin ja nicht blöd. Ich bin nur blöd, wenn es darum geht, den Weg zur nächsten Arena zu finden.
Also wenn ich mal unten die Karte betrachte, dann wird das echt interessant. Illumina City. Interesting. Pokémon Dorf. Ach, da ist die Liga. Gut, dann haben wir die Karte auch mal ein bisschen genau betrachten können. Leider ist der untere Bildschirm ziemlich klein. Kreuzsteuerung nervt mich gewaltig. Ich habe eigentlich noch gar keine Pokébälle, ne? Ich bin echt gespannt, wie Pokémon X werden wird. Weil ich spiele Pokémon X zum allerersten Mal. Und ja, wie es so ist mit allerersten Mal spielen, werde ich wahrscheinlich den Weg auf Anhieb nicht finden. Danke für die Pokébälle. Taubsi ist eigentlich gar kein so schlechtes Mitglied. Jedes Item 255 Mal. Ist zwar nur mal Flug, aber was soll's. So. Und da mich die Frage nach Spitznamen ständig stört, haben wir Texttempo, Animation, Kampfhintergrund. Ja, okay. Comic-Sicherung an. Okay, man kann hier die Spitznamenanfrage nicht abändern. Gut, damit ist die Frage auch geklärt. Ich bin nicht geheilt.
Er senkt erstmal meinen Angriff. Logisch. Und der senkt nochmal meinen Angriff. Alter, nur bei Angriff? Was habe ich denn für ein schlechtes Wesen hier? Oha. Lächerlich. Pika Pikachu. Echt jetzt? Was soll der Scheiß? Plus 1 bei Angriff. Alter! Ich hab da was gesehen. Oh Scheiße, ein Sodamak. Mann, ich will doch einfach nur das Item haben, Raupi. Gut, dann kriegst du auch noch mal ein Glut ab. Steuerkreuzsteuerung, ey. Die.
Well. Ich muss mal Taubsi antreten lassen. Senk hat meine Initiative, ist schon klar. Alter! Tschüss, Azumarill. Es wird noch lustig. Ich wollte Taubsi eigentlich noch ein bisschen trainieren. Das wird noch ein Spaß. Skoppel!
Halt. Komm. Warum ist der jetzt schneller als ich? Gut, die Arena wird zwar ein bisschen eng mit 8 und 7. Aber was soll's. Sogar. Autsch. Okay, Härtner. Hey Danielbot. Wir machen unsere erste Arena hier in Pokémon X.
Boah, bisher ganz angenehm. Nur leider ist Pokémon X für mich blind und ich werde wahrscheinlich das ein oder andere Mal den Weg nicht wissen. Du bist im Netz, ja. Sehr lustig. Viola, Arenaleiterin Nummer 1. Musik ist ein bisschen sehr creepy. Was mache? Oh nee. Verdammt. Scheiße. Und ich habe Topsy nicht trainiert. Okay. Sie setzt auch einen Trank ein? Ich glaub's ja nicht. Das macht ja schon wieder einen Nassmacher. Blubber ist leider kritisch meistens. Crazy. Und dann auch noch Härtner. Klasse.
Doch gut, dass ich die Tränke mitgenommen habe. Wieder Härtner. Okay, war schon sehr interessant. Plage. Ah, Steuerkreuz. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel steuert mit dem Steuerkreuz. Ich glaube, das Spiel werden wir so schnell nicht durchhauen. Oh, schon wieder so viele Anlagen, das gibt's doch nicht. So. Ich wette mal, ich muss nach da oben hin. Oder? Oh, yes, Mann. Taubste, du brauchst Training. Der ist schon aktiv. Schalt ihn bitte erstmal aus. Altausi muss ja erstmal hinterherkommen. Das kann ich auch anders machen.
Beim nächsten Ort soll's angeblich lol, so früh ein Supertrank. Und ein Superball. Und ein Giftstich. Okay, Windstoß zieht dem überhaupt nichts ab. Tackle da schon eher. Also bitte, da sollte jetzt Windstoß kein Problem werden, oder? Okay. TM27 Rückkehr. Das Labor ist also da. Und das erreicht man erst, nachdem man die erste Arena gemacht hat. Ah ja.
Da ist er ja. Echt? Ich habe schon 20 verschiedene getroffen? Kam mir irgendwie nicht so vor. So, der Typ hat nämlich für uns so eine Art Sonderbonbons für uns. So, Routenschlag raus. So. Dein Angriff muss sich steigern, mein Lieber. Routena! Okay, es sieht merkwürdig aus. Wie bitte? Psi-Strahl? Ist eine Psycho-Attacke? Bruder, was geht mit dir kaputt? So, was ist Wirbelwind nochmal gewesen? Fick den anderen Gegner weg. Ja. Ist schön, wenn ein Plan aufgeht.
Ich kann ja momentan nicht durch, es gab einen Stromausfall. Irgendwas habe ich nicht verstanden, oder? Ich habe gerade noch gelevelt, Junge. Pass auf, was du sagst. Er hat einen Biesesamen. Oh mein Gott. Und er hat einen Shiggy. Ein Volltreffer für uns. Jumander. Mein liebstes Gen 1 Pokémon. Danke sehr. Ich darf noch ein Statum. Alter, komm mal her, Glumanda. Nein, kein Spitznamen. Gluragnit X! YOLO! Ich glaube, ich wechsle meinen Starter aus. Wobei, dann habe ich zweimal Flug im Team. LOL. Aber lieber ein Glumanda mit der Glumanda X, Quatsch, mit der Glurak X-Form. Als das andere Vieh. Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, ich würde dieses Starter-Vieh hier austauschen mit Glumanda. Weil ich mag Glumanda. Ich mag Glurak. Und wer bist du?
Der sieht aus wie von irgendeinem bösen Team. Gut. Ein Café. Ich möchte erstmal zum Pokémon Center. Was ich wohl nicht darf. Tschüssi! Und willkommen im Team Glumanda. So. Das Lurak Need geben an Glumanda, damit es seine X-Form bekommt. So. Drachenwut für Glumanda! Ist ja nice! Alter! Junge, geil! Und direkt mal entwickeln lassen. Hey Ned! Wir haben soeben unseren Starter ausgetauscht. So. Jetzt ist die Frage, wo ist das Café? Hier nicht. Okay, der Typ ist mir ein bisschen creepy. Was hast du? Okay.
Und hier ist noch ein Kaffee. Okay, ich muss mich erstmal im Klaren wegen. Hier kann ich immer noch nicht lang. Da ist auch schon wieder so ein Gebäude. Wo bin ich hier gelandet? Lucario! Und noch ein Lucario! Ach so, wahrscheinlich ist die zweite Arena hier unten, oder? So, meine Lieben. Dann zeig mal, was du gelernt hast, mein lieber Glutexo. Nicht sehr effektiv. Und der Gegner wurde besiegt. Für mich ist das Ganze wirklich blind. Tauboga erreicht Level 20. Hä? Was ist das denn jetzt? Hä? Was? Was ist das? Weg hier. Tierno will mich herausfordern und setzt ein Krebskorps ein.
Drachenwut halt. Honige? Okay, die Mehrzahl ist wirklich weird. Honige. Die Mehrzahl von Honig ist Honig. Nur mal so. Honige. So, aber ich habe bisher noch keine einzige VM gefunden. Ich habe übrigens den Starter ausgewechselt, ne? Nur mal so am Rande. Weil ich mag Glumanda, ich mag Glutexo, ich mag Glurak. Und vor allem mit der X-Form von Glurak. Ist es einfach nur episch. Och, Vegimark. Dachtest du ernsthaft, du kommst so leicht da weg? So, wir kommen ganz gut vorwärts, ne? Hä? Moment. So, meinst du, wir packen das noch heute? Guck mal gerade. Moment. Reliviera City. Nee. Das ist eine ganz andere Stadt.
Also es ist noch weiter. So, habe ich meine Pokémons geheilt? Nein. Also es ist noch ein weiter Weg bis zur zweiten Arena. Also ich denke mal nicht, dass wir die heute schaffen. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, und zwar, VM02. Tempera City. Also erst recht spät im Verlauf. Magnum Opus Palast. Ah, das ist von hier aus nach oben. So, so. Das ist von hier aus nach oben. Ganz gerne. Was? Ach, ich will doch da hoch. Ich darf wohl nicht. Ich wollte mir eigentlich Zerschneider holen. Mann. Und ich darf nicht. Ach so, wir müssen sowieso dahin. Ja, mich hier hoch. Huch! Bringt ja allerdings wenig. Trassler. Schlupuk. Sogar durch.
Da vorne ist der Palast. Okay, das ist ein anderer Weg. Ein Ether, um Attacken wieder aufzufrischen. Sehr gut. Okay, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Sehr wird das Ganze. Okay, ich kann hier nicht aus dem Bereich raus. Unwichtig. Frage ist nur, wo ist das Zerschneider, von dem die Rede ist? Südwestlichen Labyrinth im Garten. Im Garten ist die Frage, wo befindet sich der Garten? Südwestlich. Ah, hier wahrscheinlich. Nö. Aber das ist doch Südwest. Nee, das ist Südosten. Moment. Südwesten ist das hier. Ah ja, da ist sie. Die VM Zerschneider! Gut, die haben wir schon mal. So, und wo das Käufer sein soll? Weiß ich überhaupt nicht. Kann ja überall sein. Ein Megablock. Da bist du. Halt!
Oh Gott, das wird nervig. Das ist so nervig. Alter, was wird das? Tja, das bringt leider so herzlich wenig. Ihr seht's, ne? Es bringt herzlich wenig. Ihre Idee. Jetzt rennt es schon wieder darum. Vielleicht, wenn wir sie hier herstellen. Das bringt es auch nicht. Nee. Das ist ein Rätsel, was ich nicht verstehe. Jetzt wahrscheinlich hier im Kreis. So ist es. Ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt keine Ahnung. Speichern wir hier lieber. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Und morgen dann mit Lego City Undercover.
Cover. Bis dahin und ciao.